Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und willkommen zu weiterem BG-Commentary. Ja, als Schleim unterwegs hier in der Kriegshimmelschlucht. Schauen wir einfach mal, wer. Moment. Entschuldigung, gerade mittendrin gehen müssen. Mal schauen, wer mehr Flaggen nach Hause bringt. Ne? So ist richtig, genau. So, zack. Ich habe eine Kleinigkeit bei mir geändert. Ich habe jetzt bei der Rache des Rechtsprechers drin. Und full of haste. Also, ja, soweit, ne? Mit Inquisition einfach mal testweise schauen, wie es läuft. Ja, ihr müsst in den Zackmädels. Nicht da drüben langlaufen. Leute, super. Jetzt laufen sie alle weg. Toll. So, du kriegst auch nichts dann. Nochmal. Und tschüss. Da ist der Feral. Das ist ein Feral, ja. Gehen wir daran. Alter Schwede, wie der leckt. Bleibt mal hier mal hoch. Bisschen Inline. Du machst nichts mehr. Was dann? So, wir müssen auch noch gucken, dass wir jetzt nicht sterben. Weil da wird es gleich. Macht das? Nein, macht er nicht. So, hier geblieben. Oh, jetzt krieg ich beide. Kriegst du einen Inline? Bleibst hier. Ah, leck mich am Arsch. Er ist fast tot. Krieg ich ihn noch? Ja, nein, ich habe ihn nicht gekriegt. Ah, gut. Unsere ist hinten, genau. Jetzt müssen wir nur irgendwie durchkommen, weil die in der Mitte ist. Da liegt ein toter Ali, das ist natürlich praktisch. Wenn er sich nicht wiederbelebt, dann spielen die nur zu neunt. Auch gut. So, der Paladin, der ist oben. Okay, dann müssen wir in der Mitte durch. Cesca. Ach. Ach, jetzt bleibt schon noch da hängen. Gibt's ja gar nicht. So, oben ist er. Er ist komplett oben, der Priest. Ach, das ist der Heiler, der gerade da tot rumliegt. Auch gut. Hallo? Wieso? Wollt ihr nicht auf? Okay. So, allerdings sind wir noch oben. Ah, Hunter. Ja, da liegt die Trap. Ist geil, wie sie auslösen. Obwohl sie gar nicht berührt wurden. Okay, Paladin ist geslowt. AE ist dann. Ich krieg nochmal einen Stun. Wenn der Hunter seine Trap legen würde, eine Sprengfalle, wäre das natürlich. Ah, nice. Hier geblieben. Erstmal Gegenheim. Wo ist die Flagge? Lol, hat die doch eben abgeschmissen. Lol. Geht den Leuten nicht auf den Sack. Bleibst hier. Ach, da ist der Druide noch oben. Dann hau ich jetzt hier ab. Na, komm her. Tja, ohne Heiler wird das nichts. So, wir gehen dann am besten hier über den Friedhof vorbei. Das ist nämlich der schnellere Weg. Auch wenn die Alice dann gleich kommen. Ich weiß, sie werden uns angreifen und sie hier spawnen. So, alle hier. Pferdchen. Wo ist der? Ist der schon hinten? Ach, der ist schon hinten, lol. Den hätten wir auch noch weghauen können. Also müssen wir natürlich gucken, dass hier wir nicht abgefangen werden. Ich bräuchte einen Heiler bei mir. Lol. Hallo? Wo rennt der hin? Oh, mit Damage. Oh, tötet ihn doch einfach.
Ja, greif mich an. Danke. Trottel. So, Awake of Ashes, Jessica's Vengeance, nochmal ein Stun. Ihr seid so hohl, Leute. Alter Schwede, töten. Meine Fresse, tötet den doch einfach mal. Oh, jetzt müssen wir hier alles slowen. Ja, Stun. Bleibst du gefälligst hier. Ich werde hier sterben, wenn das so weitergeht. Eastern. Weit werde ich nicht kommen. Stoppt da auch mal was? Fick dich ins Klima, Freund. Scheiße. Keine Ahnung, was das war. Also immer noch irgendwie Respekt, dass die mich am Leben gehalten haben, weil ich habe ja auch einiges mitgehalten. Auf der anderen Seite denke ich mir, alter Schwede, das gibt's doch einfach nicht. So, wo ist der? Da oben. Fange ich dich gleich ab, mein Freund. Das kannst du vergessen. Oh, Hunter nervt nicht. Wenn du clever gewesen wärst, hättest du mich geslaut. Oh, jetzt sind sie zu dritt hier, lol. Na komm her, geh mal an dich. Ach, das ist der Feral. Stunnen wir dich mal. Ja, Flagge Hammer. Das ist der Retri. Nee, ach, das ist der Rotori. So, Priest, du bist erstmal langsam. Alter Schwede, ist jetzt zur Sache jeder. Nix klappt. So, Furrow kommt oben raus. Du bist erstmal gestunt. Ist ein Inline. Und bleibst hier. Du bleibst definitiv hier. Gut, Hunter ist jetzt morgen gesetzt gestorben, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wir führen 1-0, das reicht nämlich. Okay, Hunter. Ja, 3-2-1 dann. So, der ist geslaut, der Druide. Der Priest war es ja. Ist Trap gelegt, hä? Was scheiße, dass ich um die Trap rumlaufe.
Macht nichts. Wie er sich heilt, unglaublich. Unglaublich. Gut, okay, während wir zergen, geben wir jetzt gleich das zweite Mal auf. Ne. Töten wir erstmal den Priest hier. 3, 2, 1, dann. Und Scheiß. Wieder. Inline. Und Scheiß. Okay, der Procpally hat sie wieder. Druid ist geslowt. Und wird jetzt Sterber werben. Was ist unser Monk? Pally kommt auch nicht mit. Ah, nice. Dann ihn. Mal Standarte hin. Jetzt herum spabbeln. Wir drücken da schön drauf. Du bleibst hier, du bist geslowt. Okay, der kommt jetzt nicht raus. Du bleibst geslowt. Priest kriegt Stun. Okay, wir gehen auf den Priest mal. Wenn er schon so low ist. Na, Pally, du bleibst hier. Du läufst nicht weg. Oh, jetzt komme ich nicht mehr dran. Geslowed und gestunt. Ne, geroutet, so ist richtig. Oh, jetzt habe ich die alle noch an der Backe, weil keiner mehr da ist. Fuck you. Harold's done. Hoppen wir mal an. Jetzt geht's hier nur ums blanke Überleben. Nur noch ans Pet gehen, aus dem Kreis da raus. Hunter. Geslowed. Ernsthaft. Krieg ich Damage? Nein, krieg ich nicht. First done. Ah, der kann ja gar nichts. Irgendwie. Hier geblieben. Inline. Fullmoon. Na super. So, auf ein neues. Jetzt müssen wir definitiv durch. Wie viele Stacks hat er dann? 5. 6 Stacks. Bis wir vorne sind, vielleicht 7. Wir müssen definitiv vor. In unserer hinten fällt haben wir ein Problem, weil dann verlieren wir das Spiel nämlich. Das muss eigentlich nicht sein. Wir sind ja ganz normal. Flaggenraum ist er. Nicht auf dem Balkon, das ist schon mal gut. Ja, dann hopp hopp. Was ist denn alles da vorne? Oh. Deffen sie wahrscheinlich alle. Was ist denn der Hunter? Ich würde ihn gern heilen. Jetzt kann ich es nicht mehr. Ach du Scheiße, was ist denn alles hier? Okay, Chris wird gestunt. Yes! Ist die Zeit um gewesen? Ja, Zeit war um. Cool. Alter Schwede hier. Was für eine Million Damage merken wir das dann. Als der nächste. Gut, okay. Kann ich es sehen lassen. Ich sag mir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss.